Mein Name ist Wolfgang Schienagel. Ich bin in der Wirtschaftskammer Steiermark zuständig für die Informatik, für die technische Infrastruktur und auch in einigen Wirtschaftskammer-Plattformen, IT-Plattform, Wissensmanagement-Plattform. Ich bin auch in der Wirtschaftskammer Steiermark der Datenschutzbeauftragte und somit zuständig für die Rechtmäßigkeit des Betriebs von Anwendungen. Ich arbeite auch sehr gerne und viel mit Hermann Maurer zusammen, war auch Lehrbeauftragter während seiner Zeit in Neuseeland, in Auckland. Und meine Hauptgebiete sind, ich komme aus der Artificial Intelligence, Prolog und Lisp und auch Virtual Reality. Wir waren im Wi-Fi Interactive Information Center die ersten, die Computeranimationen, Computersimulationen mit High-End-Grafik angeboten haben. Und habe mich dann in den 80er, 90er, 2000er Jahren in Richtung Web weiterentwickelt. 1990 haben Dr. Völs und ich den Auftrag bekommen, ein WKU-AT-Portal für alle Wirtschaftskammern zu entwickeln. Das haben wir auch gemacht. Und in den 90er Jahren habe ich dann von Graz aus das WKU.tv Portal, das Fernsehportal aller österreichischen Wirtschaftskammern entwickelt und bin, was Innovationen betrifft, sehr offen für Neuerungen, jetzt auch in der App-Entwicklung für neue Funktionalitäten im Kontext der österreichischen Wirtschaftskammern. In den 90er Jahren war der Begriff Interaktivität eigentlich das Buzzword der Szene. Alles war interaktiv. Man denke quasi an den Siegeszug der Spielkonsolen, die dann kabellos wurden, die dann sogar mit Kinetics sozusagen optisch mit Bildinformationen, Videoinformationen funktionieren. Und es ist so etwas wie eine natürliche Interaktion entstanden bis hin zu dem Wischen von Displays, also die ganze Touch-Geschichte, insbesondere auf den Smartphones und auf den Tablets und Phablets. Das ist alles interaktiv und hat sich durchgesetzt. Der Weg zurück ist unmöglich, das wird eher weiterentwickelt. Auch in Richtung Spracheingabe. Also das heißt, dass man dann tatsächlich über Gesten, wie das einige Smartphones schon können, die quasi Gesten richtig interpretieren. Man schaut aufs Handy und solange man drauf schaut, wird der Bildschirm nicht verändert. Das heißt also abgeschaltet aus Energiegründen und so weiter. Also Interaktivität war eigentlich das Paradigma der Informatiker. Human Interfaces hat man quasi gebaut, nicht nur mehr mit Maus und Tastatur, sondern sozusagen mit allen anderen Möglichkeiten. Und die Frage ist, ob dieses Paradigma der Interaktivität an seinen Endpunkt gekommen ist. Das heißt also nicht, dass das verschwindet, sondern dass das jetzt eigentlich in eine andere Richtung gehen wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt und wir überlegen uns auch sehr genau, wie wir hier mitspielen können. Und zwar dieses neue Buzzword der Informatik heißt Relationship. Das heißt, man weiß das schon, jeder hat ein Smartphone bei sich, jeder hat dort seine persönlichen Daten bis hin zu Gesundheitsdaten, wie viele Schritte bin ich am Tag gegangen, wie schaut meine Pulsfrequenz aus, meine Temperatur und so weiter, bis hin zu wie lange habe ich geschlafen? Auch das kann mittlerweile sozusagen eine Uhr, so wie meine da, diese Gear 2, detektieren. Und das Smartphone bzw. in der Cloud werden immer mehr Daten über mich generiert. Das heißt, derjenige, der jetzt der Anbieter ist, weiß immer mehr über mich und
erzeugt damit eine Beziehung, eine Relationship. Und je besser und genauer diese Relationship ist, desto besser kann ein System, können Algorithmen auch prognostizieren. Also das heißt, Predictability ist sozusagen das angeschlossene Paradigma. Es geht alles in die Vorhersagbarkeit. Das heißt, nicht mehr nur dieses von mir betriebene Interaktivitätsmuster steuert dann Applikationen, sondern Algorithmen steuern die Applikationen, und zwar im Hintergrund, also Ambient Computing, ohne dass ich quasi davon etwas merke. Die Voraussetzung für diese Art des Computings ist, dass wir ein Verständnis aufbauen über die Person oder überspitzt und philosophisch ausgedrückt über die personale Identität, die dahinter steht. Das heißt, über das Bewusstsein. Was sind die Alleinstellungsmerkmale einer bestimmten Person? Die Person interessiert sich für Musik, die Person interessiert sich für Philosophie, die Person interessiert sich für Informatik und die Person interessiert sich für Stricken, Häkeln, Pullover stricken oder so irgendetwas. Und jetzt beginnen Systeme, und zwar sehr genau, bestimmte Eigenschaften des Menschen zu parametrisieren. Und zwar nicht als einzige oder als eine Identität, sondern als Multi-Identitäten. In jedem von uns schlummern mehrere Identitäten, mehrere Ichs. Und je nachdem, wo wir gerade angesprochen werden, in einem Konzert sozusagen ist mein musikalisches Ich besonders gefordert. Bei einer intellektuellen, philosophischen Diskussion versuche ich, mein philosophisches Wissen sozusagen zu konzentrieren und einzusetzen. Das heißt, auch im Hintergrund werden diese Personalidentitäten sehr, sehr stark segmentiert, fraktalisiert und auch parametrisiert. Und je besser diese Parametrisierung funktioniert, desto genauer ist jemand vorhersehbar. Warum ist das wichtig? Das ist ökonomisch wichtig. Wenn ich weiß, wo sind die Bedürfnisse im Sinne einer Maslow'schen Bedürfnispyramide, dann kann ich demjenigen oder derjenigen alles Mögliche verkaufen. Und wenn ich das im richtigen Zeitpunkt sozusagen noch einstreue oder langsam aufbaue sozusagen, dann kann ich mir relativ sicher sein, durch permanente Berieselung oder sozusagen Einengung auch des Entscheidungshorizontes, also indem ich zum Beispiel, wenn ich Computerspiele, immer wieder Werbungen sehe, auf die ich schon sozusagen polarisiert bin, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, na, eines Tages wird er das kaufen. Ich muss ihn nur lange genug quasi sozusagen damit berieseln. Dann wird es auch funktionieren. Und das ist auch nicht nur die Philosophie von Firmen wie Google und Amazon, sondern das geht jetzt ganz stark in die Breite. Und daher bin ich davon überzeugt, dass aufgrund sozusagen dieses neuen Relationship-Paradigmas einige Dinge, die uns wohlvertraut sind, verschwinden werden. Eine Sache ist zum Beispiel, die meisten, die ich kenne, haben als Homepage bereits google.at eingegeben. Die wollen gar nichts mehr anderes. Denn wenn sie auf einen Browser gehen, dann haben sie eigentlich das Bedürfnis, irgendetwas schnell zu suchen und schnell zu finden. Und Google ist natürlich da sehr, sehr gut. Aber die Frage ist, ob vielleicht dieses Suchen und Finden nicht relativ bald der Vergangenheit angehören wird. Denn wenn jetzt eine Suchmaschine im Sinne von Relationship und Vorhersagbarkeit ohnehin schon weiß, was ich suchen möchte, dann sagt vielleicht ein digitaler Assistent, mein Smartphone, bevor ich noch zum Suchen beginne, die Antwort. Und ich erspare mir
das Eingeben in das Suchfeld. Und vielleicht gibt es auch charmantere Art und Weise, eine charmantere Art und Weise, jemanden ein Suchergebnis mitzuteilen als eine Liste von Treffern. Indem zum Beispiel beim Autofahren oder in Zukunft mit Brille, mit Augmented Reality, mir dann zum Beispiel Vorschläge gemacht werden, in einem interaktiven Dialog mit quasi sozusagen einem System. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist eine gewaltige Herausforderung, insbesondere die Sprachschnittstelle. Ich bin sehr viel unterwegs, viel im Auto und fahre oft nach Wien, auch andere Städte. Bin 2-3 Stunden im Auto unterwegs und da gibt es natürlich die wunderbaren Hörbücher. Man kann sich hier relativ einfach in einer guten Sprachqualität von Schauspielern Informationen einziehen, wie man so schön sagt. Sachbücher, Romane, egal. Aber noch interessanter wäre natürlich eine gute Schnittstelle für Text-to-Speech-Konversion. Das heißt, ein Buch, das es noch nicht als zum Beispiel Hörbuch gibt, zum Beispiel ein wissenschaftlicher Artikel, der mir empfohlen wurde aus der Informatik-Community, dass ich mir den einfach vorlesen lasse. Und jetzt wäre es interessant, dass wenn ich jetzt mir einen wissenschaftlichen Artikel im Auto, bin natürlich mit Freisprecheinrichtung und so weiter wunderbar mit meinem Smartphone verbunden, auch also die Sprachqualität ist in einem K-Theater wunderbar, dass ich dann, während mir dieses System, Smartphone in Kombination mit einer guten Audioanlage im Auto, einen wissenschaftlichen Artikel vorliest, dass ich dann einsteigen kann, dass ich unterbrechen kann, dass ich Fragen stellen kann, dass quasi sozusagen die Suchmaschine vielleicht sogar oder diese Relationship Engine mir vielleicht sagt, das ist jetzt alles uninteressant bis zur Seite 25, aber ich weiß ganz genau, ab Seite 25 ist genau etwas, was dich unheimlich provozieren wird. Das wird dich sozusagen intellektuell herbeuteln und ich bin mir hundertprozentig sicher, du möchtest darüber mit Professor Maurer, mit Martin Ebner und anderen darüber diskutieren. Oder überhaupt diese Frage im Hörsaal zu stellen, was denken die Studenten darüber? Die nächste Generation, die jetzt sozusagen tatsächlich Informatik-Applikationen macht. Und diese neue Art quasi sozusagen der Relationship wird abgebildet durch intelligente Algorithmen, die dann noch dazu gematcht werden mit sogenannten Big Data Analysen. Das heißt, diejenigen, die dann sozusagen möglichst viele Ichs, viele personale Identitäten in ihren Speichern haben, haben natürlich die bessere Qualität für Vorhersagen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eines der nächsten großen Informatikparadigmen der Zukunft sind. Ich würde sagen, wir stecken schon mittendrin. In meiner Auseinandersetzung mit der Computerphilosophie habe ich zwei Giganten, zwei Philosophen, Literaten, die vieles aus auch der kritischen Analyse, wohin geht die Zukunft, in Klammer Futurologie, bereits vorweggenommen haben. Und zwar mit Literatur. Der eine heißt Stanislaw Lem und der andere heißt Philip K. Dick. Und wir kennen natürlich die Verfilmungen dieser beiden Giganten. Ich sage jetzt einmal, von Stanislaw Lem kennt man Solaris, da wurde sogar eine Oper daraus gemacht, wurde auch im Burgtheater aufgeführt in Wien. Mit George Clooney wurde sozusagen eine Version
gemacht, aber die bessere ist die russische von Andrei Tarkowski. Wobei das Allerbeste ist natürlich das Buch. Und von Philip K. Dick kennen wir auch mit Harrison Ford diese Geschichte Blade Runner. Und Paycheck oder andere Filme, also ich kann das nur empfehlen, sich das anzusehen, weil es immer um den Kern dieser personalen Identität geht. Und die große Idee der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, war immer, dass wir Computersysteme entwickeln, die die Menschen besser machen. Das heißt, intelligenter, smarter, aber auch friedlicher, friedfertiger. Mit der Computerei kann man in Echtzeit mit allen Menschen der Welt, die auch ans Internet angeschlossen sind, kommunizieren. Und man sollte eigentlich Missverständnisse versuchen zu vermeiden. Also das heißt, die Computerei, die Informatik, auch als Friedensansatz, das Internet sozusagen, um die Menschen zueinander zu bringen. Egal, wo der auf der Welt sitzt, der ist immer nur einen Mausklick von mir entfernt. Und ich kann sofort mit ihm kommunizieren, über Skype, über Internet, über Facebook, egal über welchen Kanal. Und ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass das auch funktioniert und dass uns insbesondere Computer gescheiter machen, schlauer machen, smarter machen. Man kommt schnell zu Information. Das Internet und die Computerei waren für mich immer sogenannte Intelligenzverstärker. Aber schon Stanislaw Lem hat in den 70er Jahren einen Aufsatz in dem Buch Mondnacht geschrieben, wo er darauf hinweist, dieser Intelligenzverstärker, er nennt diesen Intelligenzverstärker Prop, seine Haube, die man sich aufsetzt, und dort kann man einstellen, wie intelligent man wird. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man diesen Drehregler zurückschraubt, dass man weniger intelligent wird. Und er behauptet sogar, dass das auch viele Probleme eventuell löst, auch persönliche Probleme. Es ist ja ab und zu ganz lustig, die Intelligenz ein bisschen zurückzuschrauben. Es gibt ja auch legale Mittel dafür. 3-4 Biere und quasi sozusagen, man ist schon einmal lockerer und denkt nicht mehr so tief über bestimmte Dinge nach, über die man im nüchternen Zustand nachdenken würde. Und es gibt jetzt, 2012, 2013, viel Literatur darüber zum Thema digitale Demenz. Das heißt, der Computer eigentlich als eine Vertrottelungsmaschine. Und viele Argumente sind auch richtig. Es ist auch so, dass natürlich unsere Spielwelten, aber auch diese zum Beispiel tagelange Beschäftigung mit Spielen wie World of Warcraft bis zum Tod führen kann. Es gibt am Anton-Brocz-Institut in Wien mittlerweile ein eigenes Forschungsgebiet zum Thema Online-Sucht, weil einfach immer mehr hier dieses Suchtverhalten aufzeigen. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich war immer davon überzeugt, man wird den Computer, auch die Welt der Literatur, die Welt 3 nach Popper, dazu verwenden, sozusagen, um uns von einer Stufe zur nächsthöheren Stufe zu entwickeln und nicht zu einer niedrigeren Stufe. Dennoch ist das gegeben. Das heißt, hier sozusagen brauchen wir eine neue Dimension der Aufklärung. Wie können wir die Computerei zum Nutzen des Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft besser einsetzen? Eine spontane Frage, eine sehr interessante Frage, die möchte ich so beantworten. Ich bin ein Optimist, was den menschlichen Geist und die Kreativität, den Erfindungsreichtum
betrifft. Momentan, seit Edward Snowden, fühlen wir uns beobachtet, kategorisiert, eigentlich durchleuchtet. Der gläserne Bürger ist ein Stichwort. Auf der anderen Seite gibt es einen guten Datenschutz. Also der Datenschutz in Österreich, in Europa, wenn er eingehalten wird, steht in Bezug zu den Menschenrechten. Das heißt, jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigenen Daten, insbesondere sensible Daten, die dürfen sozusagen nicht leichtfertig auch gespeichert werden in Datenbanken. Das ist ganz eindeutig geregelt. Es ist auch eindeutig geregelt, wohin die Daten verschickt werden dürfen in der Europäischen Union und wie das funktioniert, wenn zum Beispiel große Datenmengen auch in anderen Kontinenten gespeichert werden. Es gibt hier ein gutes Regelsystem, aber es ist natürlich sehr viel Theorie und Praxis. Wir sehen das speziell in der Wirtschaft bei der Spam-Problematik. Wir filtern hier in der Wirtschaftskammer 98% Spams heraus. Nur mehr 2% aller E-Mails, die wir quasi sozusagen bekommen, sind nicht Spam, sind sozusagen gewollte E-Mails. Das heißt, der Datenschutz ist eine wesentliche Sache und es beginnen bereits die europäischen Länder, Deutschland ist da sehr aktiv, Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs in Deutschland zum Beispiel ist bekannt, die beginnen das sehr, auch wir nehmen das alles sehr ernst. Aber auch der Bürger für sich nimmt das sehr ernst. Es gibt in großen Unternehmen eine unheimliche Skepsis bezüglich des Cloud Computings. Das will speziell in Europa nicht abheben. Denn die Unternehmen und auch viele Private sagen, meine spezifischen Daten stelle ich nicht auf eine Plattform. Denken Sie zum Beispiel auch jetzt die Diskussion bezüglich Gesundheitsdaten. Das sind sensible Daten. Und wenn diese Daten sicher gespeichert sind, dann passiert eh nicht viel, weil das ist alles genau geregelt. Wer darf dort hineinschauen? Es wird gelockt. Wer dort hineingeschaut hat, wenn der keine Berechtigung hat oder keinen Grund hat, dort hineinzuschauen, ist das illegal und wird sozusagen auch mit dem Strafrecht exekutiert. Und die Strafen sind drakonisch. Aber was passiert, wenn Hacker diese gesamte Datenbank einfach abziehen und irgendwo anders hinkopieren und dann nutzen und dann das missbrauchen? Dann ist die Firma und alle, die jetzt da beteiligt sind, die sind zwar auch dran, weil sie das nicht ordentlich geschützt haben, aber das nutzt dann nichts mehr. Die Daten sind in anderen Händen. Und dass es möglich ist, Daten zu hacken, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Und das ist es natürlich auch. Also, und die Bürger beginnen jetzt, sich zu schützen. Und wie schützt man sich? Ja, indem man die wesentlichen Daten auch verschlüsselt. Wir haben in der Wirtschaftskammer Steiermark als eine kleine sozusagen Schutzdimension. Bei uns haben natürlich auch viele Smartphones, Notebooks, Tablets und so weiter. Und wir haben begonnen, unsere Daten auf den Geräten zu verschlüsseln. Alle Festplatten sind verschlüsselt. Wenn jetzt ein Notebook gestohlen wird, also diese Verschlüsselungsalgorithmen zu knacken, ist sehr schwer, wie man ja auch weiß aus einigen Berichten in der letzten Zeit. Wenn etwas einmal verschlüsselt ist, können nicht einmal die besten Experten mehr sozusagen an diese Daten heran, wenn man diese Keys verloren hat oder wenn die auf einmal nicht mehr funktionieren. Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber das dauert dann sehr, sehr lange. Es gibt aber auch noch eine zweite
Dimension. Und zwar, auch die beginnt jetzt schon langsam in der Gesellschaft zu diffundieren. Nämlich, die Welt beobachtet mich als Individuum und trackt zum Beispiel meine GPS-Daten, wo ich mich geografisch befinde. Ich bin auf verschiedenen öffentlichen Videoschnipsel drauf, wenn ich in eine U-Bahn gehe. Dort muss diese Information ja nach 7 Tagen wieder gelöscht werden. Da gibt es gute Regeln, das ist alles in Ordnung. Wir sind natürlich auch an einer Verbrechensaufklärung interessiert und auch sozusagen an der Sicherheit interessiert. Selbstverständlich ist eine U-Bahn, eine Straßenbahn sicherer, wenn eine Videoüberwachung drinnen ist, als wenn keine drinnen ist, überhaupt keine Frage. Und es gibt gute Regeln, damit hier kein Schindluder damit betrieben wird, nämlich sozusagen die Löschpflicht dieser Informationen. Aber es gibt etwas Neues, und zwar nämlich, dass wenn wir als Individuen in der Welt beobachtet werden über verschiedene Systeme, dass wir als Individuen auch die Welt beobachten, nämlich genau das Umgekehrte. Und das heißt, und das ist auch legitim und gut, und auch hier sollte sozusagen ein neues Bewusstsein entstehen. Jeder von uns hat ein Handy, ein Smartphone, und da ist nicht nur eine Kamera drauf, da sind mindestens 2 Kameras drauf. Das heißt, ich kann relativ schnell mein Handy zücken und kann irgendetwas aufnehmen und kann damit einen Sachverhalt vielleicht sozusagen versuchen auch aufzuklären. Man denke nur an die Handyvideos von Einzelpersonen, jetzt bei kriminellen Delikten, wo sofort jemand das Handy zieht und einfach den ganzen Sachverhalt mit aufnimmt. Und das ist aber dann für denjenigen, wo jetzt vielleicht 2 Meinungen im Raum stehen. Jetzt sage ich einmal, der eine sagt, der hat mir eine Ohrfeige gegeben, und der andere sagt, der andere hat die Ohrfeige zuerst ausgeteilt. Und wenn es dann sozusagen einen, unter Anführungszeichen, Videobeweis gibt oder mehrere Videos von unabhängigen Dritten, dann kann man vielleicht sozusagen der Wahrheit näher kommen. Das heißt, wenn jetzt nur der Staat zum Beispiel jetzt diese Information hat, dann ist es für das Individuum relativ schwer, bei einer ungerechtfertigten Beschuldigung sich da zu wehren. Wenn aber die ganze Gesellschaft auch quasi sozusagen jetzt unter Anführungszeichen mitfilmt, dann und es eine Solidargemeinschaft gibt, wo dann sozusagen die Wahrheit durch unabhängige Beobachter auch dargestellt werden kann, dann leisten wir damit einen Beitrag für eine bessere Welt. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen so etwas realisieren wie ein Ethical Computing, ein ethisches Arbeiten mit den Computern. Dass man sozusagen wirklich versucht, im Popperschen Sinne mit Hilfe von Computersystemen das Leid in der Welt vermindert. Und da gibt es wunderbare Initiativen. Ich denke nur an den Nicolas Negroponte, der auch diese idealistische Vorstellung hatte, für jedes Kind ein Notebook. Ich glaube, dass wir mit der Computerei, speziell mit Ambient Computing, speziell in der Altenpflege, in der Medizin, im humanitären Bereich, zum Beispiel Menschen miteinander zu vernetzen, zu verknüpfen, dass wir hier unheimlich viel machen können. Also ich denke nur an die wunderbaren Möglichkeiten, mit alten Menschen, die vielleicht nicht mehr aus dem Haus gehen können oder wollen,
dass man mit denen trotzdem sozusagen ganz einfach über Computersysteme kommunizieren kann. Skype am Handy, eine wunderbare Sache. Es kommt jetzt nur darauf an, wie wir diese Anwendungen kultivieren. Das ist also eine, ich glaube, dass tatsächlich durch dieses Ethical Computing die Welt lebenswerter und besser wird. Und dass jene, die ganz natürlich, alte Menschen zum Beispiel, jetzt irgendwo in eine Nachteilswelt kommen, weil sie weniger mobil sind, weil sie Schmerzen haben, weil sie krank werden und so weiter, dass wir durch Informations- und Kommunikationssysteme hier die Welt verbessern können. Die großen Gefahren liegen aus meiner Sicht in der missbräuchlichen Verwendung von Daten, individuellen Daten, sensiblen Daten, Gesundheitsdaten, diese ganze Spionage, das quasi sozusagen Abziehen von Informationen oder überhaupt das Unterjubeln von jetzt strafrechtlichen Dingen, wie zum Beispiel jemand hat doch und noch seinen Computer zu Hause eingeschaltet und merkt nicht, dass ein Trojaner auf seinem Computer sitzt und merkt gar nicht, dass dieser Computer schon längst dazu benutzt wird, Informationen auszutauschen. Und ich glaube, dass sozusagen diese Gefahren, insbesondere im Bereich der Computer Security, einfach immer größer werden. Auch für die Informatiker selbst. Denn wir kennen alle die tägliche Praxis. Man bekommt einmal in der Woche mittlerweile fast ein Update für Java, weil halt wieder irgendwelche Security-Patches hier quasi sozusagen eingespielt werden müssen. Oder auch in den Betriebssystemen. Aber auch in der Open-Source-Community. Wenn ich jetzt zum Beispiel Linux verwende, es ändert sich andauernd etwas und ich kann nicht permanente Programmverifikation machen. Ich kann nicht Millionen Lines of Codes durchschauen, ob da nicht irgendwo sozusagen etwas drinnen ist, dass dann die Information abgesogen wird. Wie das zum Beispiel auch bei Open Source, man kennt die Beispiele, tatsächlich der Fall war, dass zum Beispiel ein einfacher Multimedia-Player, ein Videoplayer, an eine bestimmte Adresse schickt, was sich sozusagen dieser Videoplayer anschaut, mit den individuellen Daten. Also das heißt, ich glaube, dass wir hier dabei sind, ein neues Security-Bewusstsein zu schaffen. Möglich wird die ganze Geschichte, wenn insbesondere in Österreich, das ist natürlich der erste und nächste Markt, dass wir auch ein Bewusstsein für Verschlüsselung, sichere digitale Information bekommen. Und die Voraussetzungen sind gegeben. Ich verweise nur darauf, dass wir im E-Government-Bereich in Österreich seit Jahren in Europa an der Spitze sind. Und das hat auch zu tun mit einer Organisation, nämlich der ATRAST, dem österreichischen digitalen Zertifikatsaussteller für digitale Signaturen, aber auch für digitale Zertifikate.